Und was haben wir auf dem Display? Ein G und fehlerfrei ein H hinterher. Gut, soweit, so gut. Ja, so funktioniert das System. Ihr könnt Shift auch, also Großschreiben, auch als Caps Lock benutzen. Das ist so, als wenn ihr wirklich Caps Lock drückt, dann bleibt das Ganze einfach eingeschaltet, so lange, bis es wieder ausschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt hier mehrere Buchstaben drücke, dann werden die alle groß geschrieben. Das gilt genauso für Zahlen und Sonderzeichen. Wenn ich jetzt hier um die 7 drücke, wird gleich ein Schrägstrich ausgegeben. Bei der 3 ist es ein Zeichen für Paragraph. H-Schrägstrich Paragraph. Ganz genau. Okay, funktioniert einwandfrei. Wenn ich jetzt Caps Lock wieder deaktiviere, wird der 8. Bit wieder rausgenommen. Das heißt, er wird nicht mehr mitgeschrieben beim nächsten Mal. Und wenn ich jetzt T schreibe, wird es wieder klein geschrieben. Jetzt kommt eine Besonderheit im Spiel. Und zwar haben wir das System so geschrieben, dass wenn der Unterstrich am Rand des Bildschirms ankommt, dass er automatisch eine Zeile nach unten springt und ganz nach links. So wie beim Textplus von Word oder von anderen Programmen. Das ist relativ hilfreich, weil man einfach direkt weiterschreiben kann. Ja. Insgesamt stehen im System 6 Zeilen zur Verfügung. Kann ich euch direkt mal zeigen, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt einfach mal nach unten navigiere. Das System weiß anhand von Mechanismen, die ich gleich erklären werde, dass wir uns gerade in der 2. Zeile befinden und dass deswegen beim nächsten Mal runterschalten die 3. Zeile aktiv werden muss und die 2. Zeile nach oben springt. Das heißt, die 1. Zeile wird aus dem System gelöscht, wie ihr sehen könnt. Funktioniert wunderbar. Jetzt werden Zeile 2 und Zeile 3 aktiv und angezeigt. Das Problem dabei ist jetzt folgendes: Die Zeile 2 war eben leer, deswegen habe ich keinen Beweis, dass das auch wirklich richtig gut funktioniert. Deswegen schreibe ich jetzt einfach mal hier zum Beweis, obwohl ich mache es einfach mal so: Ich springe nach links. Dann zeige ich euch auch, dass das Ganze mit dem Textfluss auch in die andere Richtung funktioniert. Das heißt, wenn ich ganz links am Rand nach links drücke, springt die eine Zeile nach oben und ganz nach rechts an den Bildschirmrand. Also genau das Umgekehrte wie vorhin mit dem Gedönse von wegen Textfluss nach rechts und dann nach unten. Ja. Ich schreibe jetzt einfach mal an die Position jetzt eins weiter links eine. Was schreibe ich denn da hin? Kleines L oder was ist das? Ne, ein I. Kleines I. Dann springt der Buchstabe wieder eins nach rechts, weil das System ja automatisch bei Neueingabe eines Buchstabens nach rechts springt. So, wenn ich jetzt nach oben navigiere, lädt das System anhand der Tatsache, dass es weiß, dass es sich in Zeile 2 befindet, Zeile 1 nach oben, weil man dann, wenn nach oben geht, Zeile 1 oben haben will. Und Zeile 2 wird nach unten geladen. Das heißt, der Text, den wir eben geschrieben haben, wird tatsächlich wieder in Zeile 1 angezeigt. Und das I springt in Zeile 2, weil Zeile 2 ja jetzt unten ist. Wie ihr seht, funktioniert das wunderbar. Der Unterstrich navigiert auch automatisch in die richtige Zeile und an die richtige Position. Das gleiche mit dem Textfluss funktioniert auch mit dem Enter-Zeichen. Das ist jetzt natürlich hier besonders scheiß Stelle, um das zu demonstrieren. Deswegen gehe ich nochmal eins nach links. Und eins nach unten, weil das so cool ist. Man kann mit dem System relativ schnell mit den Pfeiltasten navigieren, man bringt das nicht so schnell durcheinander. Das ist auch ein sehr großer Vorteil von der Version 2. In der ersten Version war das noch sehr problematisch, weil das System sehr langsam war aufgrund von Fackelübertragung. So, wenn ich jetzt hier die Enter-Taste drücke, also Zeilenumbruch, dann springt, egal in welcher Position sich der Unterstrich befindet, der Unterstrich eine Position nach unten und ganz nach links. Das heißt, er springt jetzt in die 3. Zeile und ganz nach links. Wie ihr sehen könnt, lädt er wieder die 2. Zeile nach oben und die 1. Zeile wird neutralisiert. Jetzt haben wir da oben das I und der Unterstrich ist an der linken Position. Perfekt. So, jetzt zeige ich euch noch kurz, dass wir tatsächlich 6 Zeilen haben. Wenn ich nämlich an die Position Ende springe, dann müsst ihr in den letzten verfügbaren Speicherslot springen, in der letzten verfügbaren Zeile, was die 6. Zeile wäre und der 10. Buchstabe. Das heißt, der Unterstrich müsste hier unten hinspringen und wir müssten die 6. Zeile wechseln, die rein theoretisch leer sein müsste. Ja,
Sechste Zeile, letzter Strich. Wenn wir jetzt Position 1 drücken, springt er zurück in die erste Zeile. Wir können das natürlich auch mit der Hand nach oben durch navigieren, würde aber zu lange dauern. Dafür haben wir auch Position 1 und Ende eingeführt. Das heißt, Position 1 funktioniert auch. Jetzt springt er in die erste Zeile zurück, in den ersten Slot. Das gleiche würde auch passieren, wenn ich Clear All drücken würde oder den Bildschirm neu starten würde. Dann würde er auch automatisch in die erste Zeile springen. So, funktioniert einwandfrei. Alles klar, dann wollen wir uns mal zu dem System vorwagen, Schritt für Schritt. Wir kümmern uns erstmal nicht um die Binärsignale und nicht um die Festplatte, sondern wir kümmern uns mal um die Navigation, bla bla bla. Versprecher, um die Navigation zwischen den einzelnen Buchstabenslots. Ja, obwohl doch, wir fangen doch mit der Festplatte an. Das ist dann übersichtlicher. Also, da hinten haben wir die 7 bzw. 8 Bits. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele hier unten liegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bits. Wo wird denn der 8. übertragen überhaupt? Wird der überhaupt übertragen? Bin ich mir jetzt gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier oben ist löschen, glaube ich. Ja, ist ja erstmal unrelevant. Also, wir haben auf jeden Fall 7 Bits. Diese 7 Bits werden hier hinten zur Festplatte geleitet. Wir haben die Festplatte in Zeilen unterteilt. Das heißt, jeweils eins von diesen Segmenten, ihr seht das immer zwischen diesen Querleitungen, ist immer ein Platz frei. Eins von diesen großen Segmenten ist eine Zeile, die auch auf den Bitstray ausgegeben werden kann. Genau richtig rum, das heißt, oben ist oben und unten ist unten. Das heißt, das hier ist gerade die unterste Zeile von allen. Müsste eigentlich richtig sein, bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, wir haben insgesamt 6 davon, wie im gesamten System da vorne. Ist ja auch logisch, wenn man 6 Zeilen anzeigen will, braucht man auch 6 weiche Zeilen zum Speichern. Diese ganzen Pakete an Festplatten, an Speicherzellen, funktionieren wie folgt. Und zwar werden diese 7 Bits gleichzeitig, da wir Sofortleitungen verwenden, wie ihr seht, diese Leitungen übertragen das Signal instant, das heißt, sie verbrauchen nicht Zeit wie mit Repeatern, sondern diese werden einfach auf die Zehntelsekunde genau in das gesamte System verteilt. Das bedeutet, die Signale kommen alle überall hier gleichzeitig an und werden deswegen theoretisch in jeden einzelnen Speicherslot geschrieben. Das heißt, wenn ich A drücke, wird in jede einzelne Speichereinheit ein A reingeschrieben. Diese Segmente hier, diese Türme sind die Speichertürme, die dann jeweils aufgeteilt sind in die einzelnen Zeilen. Das heißt, wir haben hier eine Zeile und hier einen Speicherturm. Das heißt, genau diese Schnittstelle hier entspricht einem Buchstaben, nämlich 7 Bit. Das heißt, wir haben hier die oberste Zeile, also Zeile 1. Ne, ich glaube, es ist doch Zeile 6. Tut mir leid, Leute, ich glaube, ich habe mich vertan. Das da unten ist Zeile 1. Wir haben es nämlich verkehrt rum gebaut, damit die Ladezeit in der ersten Zeile schneller ist. Wir haben hier jetzt einfach die unterste Zeile, also die sechste Zeile. In dem System hier die oberste, aber egal. Und den ganz rechten Buchstaben. Das heißt, da wir uns in der sechsten Zeile und in dem ersten Buchstaben befinden, wenn wir jetzt hier einen Buchstaben reinschreiben würden, manuell mit Hand, in diese 7 Bits, die dazugehören, würde dieser nicht auf dem Bildschirm ausgegeben werden, weil wir uns ja nicht in der sechsten Zeile befinden. Aber er wäre eingespeichert. Das heißt, wenn wir in die sechste Zeile navigieren, wird dieser Buchstabe auch ausgegeben, weil er in dem System eingespeichert ist. Woher weiß das System jetzt, in welche Zeile bzw. in welche Spalte er speichern soll? Das wird festgelegt durch diese Aktivierungsleitungen hier. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Als allererstes wird hier das Schreiben durch diese Fackel verhindert. Das heißt, in dieser sechsten Zeile und in diesen Buchstaben ist das Schreiben nicht möglich, weil diese Fackeln aktiv sind. Ist natürlich ziemlich gut, weil wir auch nicht in die sechste Zeile schreiben wollen. Wir wollen ja gerade in die erste Zeile in den ersten Slot schreiben. Das bedeutet, wir wollen ganz hier unten reinschreiben. Genau, hier sind die Fackeln aus. Das heißt, wenn ein Signal aus den 7-Bit-Leitungen kommt, zum Beispiel das kleine A, das wären die ersten beiden Bits, wenn ein Signal hier reinkommen würde,
würde dieses Signal diese Speicherzelle jetzt hier umschreiben. Die restlichen Speicherzellen würden nicht überschrieben werden, weil diese deaktiv sind. Was ihr an den eingeschalteten Fackeln seht. Das Ganze wird dadurch aktiviert. Das muss ich kurz selber nachdenken. Genau. Hier am Rand von jedem Speicherturm befinden sich 6 Leitungen. 1, 2, 3, 4. Ne, nur 4. Bin ich jetzt Blade oder was? Hab ich mich jetzt vertan? Achso, ne, da ist es ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Entschuldigung, mein Fehler. Ganz unten sind natürlich die 6 Leitungen. Da das ganze System stufenförmig aufgebaut ist, wird das nach oben hin immer weniger. So, wie ihr sehen könnt, befinden sich hier an jedem Speicherturm 6 Leitungen. Und da ihr wisst, dass wir 6 Zeilen haben, ist es natürlich logisch, dass jede von diesen 6 Leitungen hier für eine Zeile aktiv, zuständig ist. So, und wie ihr hier schon sehen könnt, ist hier genau eine einzige Leitung aktiv. Und zwar die, wo wir gerade reinschreiben können. Das bedeutet, jede von diesen Glowstone-Treppen hier, die eine Freischaltung für die jeweiligen Festplattenspeicher darstellt, kann einzeln angesteuert werden. Und wird diese angesteuert, sagt diese Leitung an, ob geschrieben werden kann oder nicht. Das heißt, wie ihr sehen könnt, wird diese Leitung hier umgeleitet. Einmal nach hier, damit das Schreiben freigegeben werden kann, beziehungsweise das Anzeigen. Und einmal in diese Glowstone-Treppe hier, die das Schreiben in diese 6 bzw. in diese 7-Bit aktiviert. Genau für diesen einen Buchstaben. Das heißt, wenn jetzt jemand da vorne das A drückt, kann genau hier das A reingeschrieben werden, weil da unten diese eine Treppe aktiv ist und die restlichen ganzen Treppen nicht. Das Signal hier drin ist an, weil diese Leitung an ist, wodurch diese Fackeln ausgehen, wodurch diese Leitungen hier ausgehen können, wodurch geschrieben werden kann. Dazu muss ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Mehr würde auch nichts bringen, weil besser kann man das einfach nicht beschreiben. Es ist einfach eine Freigabe quasi. Wenn diese Fackeln an wären, könnte diese Leitung hier nicht ausgehen, wodurch nicht geschrieben werden könnte. Ja, das ist das Design von unseren Flipflops. Einfach nur 2 Fackeln, die sich an- oder ausschalten können. Das einfachste System überhaupt. Wenn ihr euch damit nicht auskennt, dann ist das gesamte System hier wahrscheinlich sowieso ein bisschen zu groß für euch. Und erkunde ich euch erstmal, wie T-Flipflops bzw. wie Flipflops überhaupt funktionieren. Ja, wo war ich? Mit der Freischaltung. So, das bedeutet, anhand dieser 6 Glowstone-Treppen, die es für jede einzelne Spalte gibt, wird festgelegt, welcher Buchstabe aktiv ist und welcher nicht. Und wie ihr sehen könnt, kommen diese Leitungen von hier unten. Und tada, hier ist der Komplex, der dafür zuständig ist, um zu berechnen, welche Zeile bzw. welche Spalte aktiv ist. Und das ist diese zentrale Einheit, von der ich eben gesprochen habe, die Koordinaten berechnen kann. Und zwar ist das ein sehr simpler Zwei-Wege-Zähler, der Koordinaten bestimmen kann. Das heißt, dieses System hier ist darauf ausgelegt, anhand von einer Y- und einer X-Achse einen Überschneidungspunkt zu finden, und dieser Überschneidungspunkt entspricht dem Buchstaben, der gerade ausgegeben wird. Das heißt, wir haben 6 in der Höhe und 10 in der Breite, und anhand dieser 2 Koordinaten kann genau bestimmt werden, wo die Position liegt und wohin sie das nächste Mal springen wird. So, wir wissen, dass da hinten das Signal an ist, nämlich in der ersten Zeile und im ersten Slot. Und das lässt sich wunderbar hier zeigen. Wie ihr sehen könnt, ist das Signal, was eingeschaltet ist, dieses hier, jenes welches. Das heißt, genau dieser Buchstabe ist gerade der aktive in der Speicherzelle und hier in dem System, in dem Koordinatenzeller. Wenn wir das jetzt zurückverfolgen, dieses System, dann sehen wir, dass es deswegen eingeschaltet ist, weil es negiert ist und hier hinten ausgeschaltet ist. Das heißt, hier in dem System, in dem Koordinatenzeller, ist es genau umgekehrt, es ist negiert. Das Signal, was hier aus ist, ist das eingeschaltete Signal hier draußen. Das heißt, wir suchen hier drin nicht mehr nach eingeschalteter Leitung, sondern nach einer ausgeschalteten, welche diese hier ist. Und damit wären wir auch schon in dem gesamten Prinzip dieses Koordinatenzellers, den ich wahrscheinlich in einem extra Video nochmal genau erklären werde. Und zwar arbeitet dieser mit Negierung.
und mit Überkreuzung. Das heißt, er arbeitet mit der X-Achse und der Y-Achse und einfach mit einem AND-Gate. Das heißt, wenn diese Leitung aus ist und wenn diese Leitung aus ist, ist diese Leitung auch aus, weil sie überhaupt keinen Strom mehr bekommt, weder von hier hinten noch von hier vorne, wodurch diese Fackel angeht. Das Ganze ist in dem System nur ein einziges Mal möglich, weil sich nämlich nur zwei Koordinaten überkreuzen können, wie ihr wisst, wenn man nur zwei Koordinaten hat. Nämlich eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate, dann bilden die exakt genau einen Schnittpunkt. Und dieser eine Schnittpunkt ist dann der, der in dem AND-Gate das Signal auslöst, nämlich hier.